Gut, wir machen aber auf jeden Fall erstmal hier. Wow. Diesmal bin ich nicht durchgefallen. Oh, bin ich jetzt hier gelandet? Raus hier. Schnell. Ich will nicht sein. Wow. Wow, fast tot. Ups. How is it even possible? So, Apple. I need Apple, Apple, Apple. Ist hier, gibt es hier eigentlich irgendwas super Healendes, was direkt die Herzen auf 200% schickt? Gibt es sowas? Gibt es so ein Super Meal? Enchanted. Ah, es gibt ein Enchanting Table. What? Gibt es goldene Äpfel? Nö. Schade. Weg damit. Ananassaft. The best all over the world. Ah ja. Die Ding ist auch Morinsaft. Guck mal, was. Juice. Juice. Das ist alles Gist. Juice? Doch, Juice. Wow. Lol. Ja, Möhrensaft. Geil. Das ist genau das. Klingt halt voll, wie als wenn man es trinken würde. Ja, nee, ist klar. So, aber ich sehe gerade, wir, also, ne, also selbst mit vollem Herzen, mit vollem Trinken, kriegt man da nicht so viel zurück. Mit Nummer zu gucken, gibt es hier irgendwas? Health Pack. Oh, gibt es das wirklich? Geil. Health Pack off? Health Pack, what the fuck? Kann man. Hä? Was genau macht der? Health Pack 1? Health Pack 1? Ja, das gibt. Wait, what? Guck mal, die werden automatisch. Ach, wenn du durchläufst. Ah. Okay. Die Frage ist jetzt nur, guck mal, einzeln kann ich die hinstellen, aber sobald ich mehrere hinstelle, werden die automatisch rot. Hä? Gerade wo sie rund. Da habe ich genau gesehen. Wollte ich gerade so ein Schachspiel bauen? Oh. Aha. 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 So. Wir bauen ein Schachfeld. Wie komme ich jetzt da hinten hin? Ja, da kann man da nicht durchlaufen. Also nicht drauf drum rumlaufen, aber rechts müsste ausreichen, um. Ja. Ja gut, okay, komm, weg da. Kein Bock mehr. Wo wir das eher bräuchten, wäre hier. Okay. Das hat nicht funktioniert, wie ich gekauft hatte. Wie sieht man von hier aus? Müsste man eigentlich sehen, ne? Die Dinger. Hä? Ach da. Da hinten erst. Schade. Ich dachte, dass ein Health Pack man einfach so direkt benutzen kann. Also so wie in jedem normalen Spiel. Ne, welche die du aufsammeln kannst und sobald du die aufgesammelt hast, kannst du die halt benutzen. Aber wie schnell wir gerade dein Herz verloren haben, Alter.
Und wenn ich jetzt welche hinbaue, werden automatisch rot. Was ist los mit diesen Dingern? Schnauze. Ich sterbe, wir werden alle sterben. Will ich eigentlich bereits sterben? Okay. Ah, ich sehe. Hier bekomme ich jetzt nämlich jetzt schon leichte Radioaktivität ab. Oh, da hinten ist sogar so ein farbiger Block. Ah, okay, es ist doch Insta-Hill. Health. Cool. Das heißt, mit dem kann ich mich hier sogar überleben. So schnell heilt mich. Das Kranke ist nur, dadurch, dass ich jetzt bereits verseucht bin, kriege ich auch weiterhin Schaden, ne? Also selbst wenn ich jetzt wegrenne, tada, kriege ich weiterhin Schaden. Was halt schon echt assi ist. Wenn wir mal ehrlich sind. Das ist halt das Gefährliche daran. Vor allem halt, wie schnell man, ne? Wenn ich in God-Mode gehe, wie schnell man halt diesen Schaden bekommt, ist halt krass. Wenn ich jetzt hier voll aufgeladen bin, und hier hingehe. Und dann weggehe. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich doch länger in dem Gebiet bleiben. Oder kann es sein, dass ich selbst auch nicht angereichert werden kann, solange ich im God-Mode bin? Kann das sein? Wow. Hier sieht es ja lecker aus. Oh! Die bauen sich sogar gegenseitig ab. Wie cool ist das denn? Voll süß. Oh, Stahlblock. Alles meins. So, ein bisschen Blut trinken hier. Oh, komm ich darauf? Doink. Ja. Oh. Wo ist denn meine Pickaxe? Admin. Ah. Oh, das sieht aber cool aus hier drin, Alter. So richtig schön grün. Oh, geil, Alter. Also vergifteterer kannst du ja quasi schon gar nicht mehr werden. Oh, sogar Kabel haben sie. Na klar. Ich meine, wenn die sogar diese Stahlblöcke zerlegen, dann natürlich auch die ganzen Kabel hier, ist ja ganz klar. Jetzt ist ja bloß ein bisschen Kupfer und obwohl, oder vielleicht ein bisschen supraleitendes Material. Sehr geil. So, was ist denn jetzt? Das Zentrum müsste eigentlich hier gewesen sein. Also, hier ist das Zentrum. Da, wo ich jetzt gerade im Kopf bin. Das müsste eigentlich das Zentrum gewesen sein. Alles andere war nur Fassade. Na, schon geil.
Macht schon echt Spaß mit dem Zeug jetzt so rum zu experimentieren. Das Problem ist halt, wie gesagt, sobald du hier drinnen bist, wirst du halt, glaube ich, angereichert, selbst wenn du im Godmode bist. Zumindest hatte ich früher das Problem. Ich weiß nicht, ob früher einfach die Mod anders war. Wie das Zeug hier einfach runterfrisst. Oh, guck einmal, wie das Zeug hier einfach runterfrisst. Ach du Scheiße. Boah. Das sieht geil aus, Alter. Vor allem, wie halt das Zeug auch fließt, ne? Ist das schon heftig am Arsch. Nein, ich wollte hier doch. Du Arsch. Das ist halt krass. Warum ist hier Licht? Ach, wollte Dinger Licht machen. So, und wenn ich jetzt hier ganz weit weggehe. Bin mal gespannt, wenn ich jetzt den Godmode verlasse. Gar nichts. Okay, das heißt, die neue Mod scheint wohl auch das zu unterbinden, dass ich diesen schleichenden Schaden bekomme. Cool. Gut, dann wollen wir jetzt mal mit dem anderen. Ach nee, genau, ich hatte früher gar nicht den Godmode, ich hatte früher die Rüstung. Die hatte ich. Oh Gott, wie war das? Give me Admin. Nee, eben, die war nicht bei Admin Tools, die Rüstung war ja. Shield, so war das. Shields. Achso, jetzt natürlich. So, 3D-Armor, Leggings. 3D-Armor. Leggings Admin. Ein unbekannter Gegenstand ist unbekannt. Ach, 3D-Armor. Ah, so war das. Dass sie hier nicht auftauchen, ja? Das ist schon echt Kacke. So, kannst du schon mal weg. Okay, noch die anderen Sachen zusammen. Also Leggings, dann war's Helmet. Dann war's. Also wir haben die Kopfbedeckung. Wir haben Shirt. Wie hieß denn das Ding? Verdammt. Diamond. Ach, Chestplate war das. Ah. Chestplate und Boots, ne? Genau. Boots. So, und jetzt kommt der Außenseiter, das Ding hier, Shields. Shield Admin. Perfekt. So, wenn ich die jetzt anziehe. Da, 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 da. Oh, geht nicht. Hä? Wieso? Habe ich gerade was kaputt gemacht? Ah, nee. So dreht sich das normal, aber in dem Menü. Okay, die Rotationsanimation funktioniert also scheinbar nicht überall gut. Okay. Kann ich nicht hinzufügen, ist ja schade. Warum gibt es überhaupt sechs Felder? Gibt es hier noch was Besonderes, was man reinmachen könnte? Ah, wer weiß. So, auf jeden Fall. Oh. So, wenn ich jetzt da hingehe.
Das Schöne ist, dadurch, dass die Quelle eine Flüssigkeit ist, kann ich die nicht aus Versehen mit abbauen. Ich baue also immer nur die Auswüchse ab. Wie es hier unten aussieht, Alter. Holy moly. Cool. Kann ich da raus oder nicht? Leg mich doch. So. So muss das jetzt schon einmal ausgesehen haben. Hier ist sogar noch ein bisschen Leben drin. Hey. Ja, gut. So. Ah, siehst du? Bam, direkt tot. Weil einfach dieses Anrechnen des eigenen Körpers halt so kräftig geworden ist, dass sobald du halt keine Rüstung mehr hast, du alleine durch dieses Nachglühen des Körpers, klingt total behindert, einfach instant stirbst. Und genau das ist mir halt früher auch passiert. Bist einfach weg. Du bist einfach weg vom Fenster. Ah, oh, guck mal, hier kann man sehen. Das ist halt schon echt krass. Ich meine, jetzt könnt ihr mal gucken, welche Rüstung hält wie viel aus? Ja, welche mal kurz, machen wir kurz hier. Ach komm hier. So. Und dann einmal so. Und das gleiche auch noch mit Rainbow. Ja, welche Rüstung hält. Was ist das denn? Rainbow Arrow? Komisches Bild. Ne, welche Rüstung hält wie viel aus? So. So. Juice. Luise, wo ist meine Juice? Bin mal gespannt. Ich glaube, die. Achso, ich muss hier eigentlich stehen. Level 85, Heal 60. Ja, genau. Die Rainbow Ore hält mich wesentlich mehr aus. Gut, dann probieren wir es auch erstmal mit der. Weil ich schätze mal, selbst die kannst du nicht abhalten. Selbst mit der bist du weg vom Fenster. Und hier, wie man sieht, selbst Stoß hält sie normalerweise ab. Also selbst wenn du super hoch fällst, bist du mit der eigentlich relativ sicher. Also, bam, ist halt nix. Kein einziger Prozent, also kein einziger Lebensbalken Leinen wurde abgezogen. Das Ding hält, also die hält einfach alles. Aber selbst die, wow, 3% mit einmal. Wow. Okay. Ich hatte mir ein bisschen mehr Schutz erhofft. Fuck mal. Ist ja gar nichts. Geht da weg wie Butter. Little bit radioactive. Alter, wie krass ist das bitte? Okay, siehst du, was ich gucken wollte? Ich gehe noch mal ganz kurz in den God-Mode. Da stand irgendwas mit dem Eimer. Kann ich das denn mit dem Eimer einfach wegnehmen?
So, gib mal, gib 99 einmal, genau, recht aus. So, die Vermutung. Kann ich das jetzt hier einfach so? Was? Oh, tatsächlich. Ich will mehr davon. Please, gib mir mehr davon. Bin ich hier jetzt auch radioaktiv war? Radioaktivisiert? Gut, ich starte mal kurz, damit die Restradioaktivität weggeht. Hallo, ey. Boah, Alter, das geht ja ratzfatz runter. Okay, nee, das Ding an sich sendet keine Radioaktivität aus. Weil ich habe jetzt natürlich keine Rüstung mehr an. Und bin aber, krieg überhaupt keinen Schaden davon. Andererseits, wenn ich das jetzt hier hinpacke. Oh, Ade, lieber Spawn. Bin ich direkt tot. Oh. Das ist geil. Cool. Also das ist schon echt krass. Leider kann man halt so auch auf das Menü nicht öffnen. Obwohl doch, kann man schnell genug. Müssen wir mal zu gucken, wie war das? Boah, Alter, die machen hier alles kaputt. So, Kosmos aktiviert. Easy, man muss schnell genug sein. Alter, wie geil, das liegt die einfach hier gerade gesamten Spawn. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ich kenne mich aus. So. Gefahr gebannt. Jo, jetzt habe ich hier natürlich schon meinen schönen gesamten Spawn fahr Dings da. Nein, mein Rechner, was ist geschehen? So, das Zeug ist weg. Ist das Zeug eigentlich radioaktiv? Weiß ich gar nicht, ne? Oder ist das nur die Flüssigkeit, die radioaktiv ist? Man wird es nie erfahren. So, God-Mode. Oh, ja, okay, jetzt auch die Gegend. Oh. So, hier muss man schnell die Rüstung hier an. Sollte helfen. Hilft nicht. Okay, dann einfach wieder Gottmut aktivieren. So, dann will ich jetzt mal gucken. Wenn wir jetzt das ganze grüne Glitterzeug entfernen. Ist das krass. Ist das geil, Alter. So, und jetzt, Tschernob. Das Zeug heißt Tschernobli? Ernsthaft? Ist mir noch nie aufgefallen, dass das eine Anlehnung an Tschernobyl ist. Oh Gott. Replace Chair Nobly. Nee, mit einem B. Chernobly Light Block. Mit R. Invalid Search Name? Hey. Share. Ach so, wieder ja, Technik, ne? Technik. Immer diese Mods, die keinen Alias hinzufügen. Share. Ach so, ohne L. Chernobyl Light. Ah. Oh, dunkel auf einmal in Berlin. Ach so, weil jetzt da oben das Licht. Ehrlich, ist es mal dunkel hier am Spawn. Ja, ist ja, wie die alles kaputt gemacht haben. So, jetzt würde mich interessieren, wenn ich das kaputt deaktiviere. Ja, okay. Waren also wirklich diese Blöcke, die radioaktiv sind. Das heißt, wenn ich da jetzt ein mitnehme, die kann man gar nicht mitnehmen. Die kann man gar nicht mitnehmen. Oh, doch, kann man mitnehmen. Aber die im Inventar zu haben, ist nicht radioaktiv. Also schadet nicht. Wenn ich das hier hinstelle, ja, kriege ich direkt Schaden.
Okay, das ist schon geil. Wow! Ey, chill, my friend! Meine Rüstung! Nein, ich will meine Rüstung zurück. Alter, also, ist dunkel hier auf einmal. Kann man bitte jemand wieder Licht machen? Danke! Ey, lass mir Ruhe. Ich bin Arzt. Ich darf das. Gottmodus? Nein! Ach so, ich habe da falsch mit Befehl drin. Ups. Ja, so. Hä? Ach, der war aktiv. Oh, leg mich doch. So, hier doch. Ich will schwimmen. Lass mich raus. Und gleich ein bisschen heller. Wisst ihr? Bringt doch was. So. Ja, meine Lieben. Das erwartet euch auf euren Servern, wenn ihr nicht brav seid. Ah, geil. Geil, geil, geil. Ah, und ich fürchte, das erwartet uns auch im Let's Play. Also ist ja hier gerade Let's Play, aber ich meine jetzt bei unserem Reaktor, in unserem Haus, in einem reellen Let's Play. Wir werden alle sterben. Na, so geil. Also nicht mit dem Sterben, aber ich meine, das, ja, was eigentlich gar nichts. Kann ich jetzt beliebig? Oh, nee, kann ich nicht. Bucket Corium. Haha, nö. Oh. Give me. Yeah. So, weißt du was? So. Wo ist der andere? Hier ist der andere. Wie sag ich? Hier. So, und jetzt 6 von 5 und 3 5. Boom. Dankeschön. 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 Ladies and Gentlemen, willkommen zum Abschluss dieser Folge. Normalerweise klappt das. Was ein Arsch. Willkommen zu einem wunderbaren Abschluss in dieser Folge. So, was Symbolträchtiges? Da oder da? Ich mach mal hier. Bop. Yay! Oh, sieht das geil aus. Ah. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Warte mal ganz kurz. Eins. Zwei. So. Set. Technik. Cordium. Hieß das so? Sirs. Klappt das? Verdammt. Leider, weil ich nicht mal rauskriegt. So, richtig geschrieben. Ach, Corium. Vielleicht einfach falsch geschrieben. Ja! Weil leider gibt es keinen wirklich günstigen Weg bei. Achso, läuft natürlich nicht. Müsste ich jetzt irgendwie erstmal aktivieren. Egal. Kennt eigentlich von euch jemand dieses, da gab es mal früher so ein Spiel. Ey, was hier alles droppt. Da droppt der Beat. Es gab früher mal so ein Lied. Ich weiß nicht mehr genau. Wie das hieß. Aber ich glaube, es hieß sowas wie: Der Boden ist Lava.
Digga, das hat gerade so eine ganz komische Atmosphäre hier. Das hat auf einmal so eine ganz, ganz komische Atmosphäre. Oh, überall ist Rauch. Okay. das gefällt mir. Jo, das gefällt mir. Und es verfließt sogar alles. Sehr geil. Oh mein Gott, was ist geschehen? Ja. Jetzt geht auch die Sonne unter. Da sieht das Ganze gleich noch geiler aus. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Hat schon was. Kriege ich gerade ein kleines bisschen Gänsehaut. Ja, bitte einmal. Oh, fuck off. Oh, sieht aber cool aus. Ja gut, ich meine, genauso wie unter Wasser, nur ein bisschen grüner. Waren natürlich alle Bäume weg. Na gut, ne, ist klar, die Blöcke wurden da replaced. Alter, wie geil das ist. Alter, leider komme ich hier nicht. Ach doch, verdammt, ich komme gerade hoch. Los, noch einmal, du schaffst es. Runter, hoch. Runter, hoch. Fuck you. Ah, guck mal, eine Bank. Ich wollte mich da aufsetzen. Kann man sich da nicht draufsetzen? Na egal. Gehe ich halt zu meinem Haus. Oh, das ist ja gut aussieht. Da war ja was. Kann ich irgendwie rein in mein Haus? Ey, das ist mein Haus. Ich mal bitte rein hier. Wo ist denn die Tür? Ich erkenne mein Haus gar nicht wieder. Das ist alles so surreal gerade. Oh, okay. Ich wollte mich eigentlich irgendwo hinsetzen, aber ich sehe gerade. Ja. So kann man den Nachmittag doch genießen. Oh, ne. Ach so, weil man in Dinger gar nicht sitzt, sondern einfach nur platziert wird und ich gerade im Stuhl ertrinke. Nein, dieser Stuhl. Ich schmecke Wolle. Die Wolle ich schon immer mal schmecken. Okay. Na, ist noch früh am Nachmittag. Ich kann eigentlich noch mal die Zeitung lesen. Schön ruhig gerade. Es ist auch so schön warm, dafür, dass wir schon Dezember haben. Sehr geil. Ach. Ist so fröhliche Laune hier. Ich bin direkt am Strahlen. Okay. Genug Witze. Ja, das war doch mal. Alter, wie das aussieht. Das ist so krank. Okay, warte kurz. Das ist ja langweilig. Also nicht unbedingt. Aber was ich gerne mal probieren würde. Alter, das wäre so geil, wenn das. Oh mein Gott, ihr wisst doch schon genau, was ich vorhabe. Ach du Kacke. Nee, und das kannst du nicht machen. Dort funktioniert nicht. Mal kurz, wenn ich hier beginne. Von wo mache ich das jetzt? Von wo nach wo? Ich glaube, ich mache lieber von der Seite. Das macht, denke ich, doch etwas mehr Sinn. Es kann jetzt eine Weile dauern. Oh, was ist denn hier los? Ist jemand gestorben? Egal. Kann jetzt eine Weile dauern. Aber ich habe ja einen schönen schnellen Computer. Da geht das Ganze ja relativ gut. So. Ich habe schon ein bisschen Angst vor dem, was da gleich geschieht. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was gleich geschieht, habe aber gleichzeitig die Hoffnung, dass es ultra mega geil aussehen wird. Weißt du was? Wir machen das Ganze mal ein bisschen freundlicher. Das heißt, ich mache mal hier ungefähr so.
Wo war das da hinten? Mein Gott, Alter. Was habe ich getan? Warum habe ich solche Gedanken? Was ist geschehen? Und was wird noch passieren? Fragen über Fragen, meine Damen und Herren. Doch keiner wird je die Antwort finden. So. Ach, bin der Blödsinn, jetzt habe ich jetzt die 2 gesetzt. Ach Mann. Das dauert hier alles schon wieder ewig. So, die 1 ist da. Und die 2 war ja da hinten irgendwo. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Ich hoffe, es lohnt sich. Es wird sich lohnen. Ich kann es mir schon im Kopf ausmalen, wie es aussehen wird. Und das, was dabei herauskommt, ist nicht gut für meinen Geist. So, das sieht besser aus. Und jetzt, meine Damen und Herren, we place the fouled water. Water, water, water los. Water source. Yes, we can. Home. Gibt's das hier schon? Gibt's natürlich nicht. Oh mein Gott, es sieht so krass aus. Oh mein Gott, es sieht so krass aus. Stellt euch mal vor, ihr seid einfach in so einem fucking Haus. Okay, hier ist nicht das Haus. Hier. Er pennt so. Guckt, was ist denn hier los? Er geht so raus und dann auf einmal, wo normalerweise schön das blaue Meer war. Bumm. Ich meine, geht's kranker? Oder was? Oh ja, da fängt es auch schon an, die Sachen zu zersetzen. Oh, Alter, ist das übel. Ist das übel. Oh mein Gott. Ich mach mal per Flug. Well, oh. So, wo ist der Weg? Da vorne ist der Weg. Oh mein. Es sieht wirklich so geil aus, wie ich es mir ausgemalt habe. Yep, das ist geil. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Dass das am Spawner noch langweilig ging. Das ist der Shit, du. Ja, denn natürlich nicht, klar. Aber hier halt überall. Das ist krass. Ja, was würdest du tun, wenn in 5 Minuten die Welt untergeht? Geht das? Bitte, dieser Wahnsinn muss doch immer aufhören. Hier kann ich nicht. Mal gucken, da hinten. Da sieht es ein bisschen besser aus. Nee, geht nicht. Schade. Warum höre ich hier Wasser? Ich will kein Wasser hören. Das klingt zu friedlich. Achso, siehst du, unser Keller müsste jetzt eigentlich auch langsam anfangen zu unterflutet zu werden, ne? Ja, sag ich doch. Der hält natürlich auch nicht lange stand.
Unsere Mechanik. Nein, man sieht sie. Schnell tut zu machen. Oh. Schnell tut zu machen hier. Oh. Siehst du? Schon ist gleich viel an. Viel angenehmer. Hä? Habe ich Unlimited? Oh ja, ich habe Unlimited. Aber wieso kann ich denn. Wenn ich im Creative-Modus bin, wieso kann ich denn nichts abbauen? Oh, wer weiß. Ja. Digga. Ah, nee, so sieht es schon was ein bisschen langweilig aus. Ach ja, gut. Dann würde ich mal sagen, war's das. Mittlerweile wird es bei uns auch schon dunkel. Ja, gut, ja, es ist ja Winter, da wird es sowieso immer dunkel. Ja, das sollte es mit der Folge, oh, guck mal, mit der Folge gewesen sein. Ich würde dann tatsächlich die Folge hiermit auch beenden. Und so, klappt jetzt. Ja, nein. Ja, okay. Ich glaube, die Welt kann ich getrost zurücksetzen. Sehr schön. Genau, das soll es dabei gewesen sein. Und dann sehen wir uns zu einer späteren, weiteren Folge irgendwann mal wieder. Die letzten beiden Folgen haben schon wieder schon Überlänge gehabt. Ja, so dezent. Gut. Auf jeden Fall, damit bis das. Nächstes Mal kommt dann entweder irgendwas Specialiges oder wieder ATS und dann ETS und dann ATS. Also ATS, MyTest, ETS, MyTest, ne? Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, was wir im Creator Server machen sollen, weil das mit dem Kraftwerk, also mit dem AKW ja jetzt nun doch nicht so zu funktionieren scheint, wie mir scheint. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich ja, entweder werde ich mir für irgendwelche Reaktorkerne, also hier Brennstäbe schieben, also dass ich mir als Walker die für Ronix gebe. Oder das Ding ist halt nur da, um schön auszusehen und wir nutzen es halt einfach nur nicht. Ja, irgendwie sowas. Ist natürlich ein bisschen schade, dass das mit dem Urananreichern so gar nicht funktioniert. Zumindest in keiner Weise, die ich mir vorstellen kann. Ja? Wie gesagt, wenn irgendjemand was weiß, gerne schreiben. Ansonsten weiß ich nicht. Lassen wir es hier, wie gesagt, einfach stehen oder so. Aber ich würde mich ja wirklich interessieren, ob es Leute gibt, die das funktionsfähig zum Laufen bringen konnten schon. Wäre halt geil. Meine Kamera flackert. Na gut, so dunkel wie es ist, kein Wunder. Weiß gar nicht, sieht man's? Ja, doch, man sieht hier überall schon. Es ist sehr dunkel mittlerweile bei uns im Haus. Wow. Restliche Verstärkung for the win. Kann ich mal kurz, linke Kamera ist die Kamera 3. Ja. Alter, restliche Verstärkung for the win. Okay, die Bitrate explodiert gerade natürlich auch. Ganz klarer Fall. Alter Schwede, ey. Huiuiui. So dunkel, wie es jetzt gerade da seht, ist es halt wirklich. Und das ist halt Restlichtverstärkung. Also Exposure. Ne? Da ist schon krass. Ja. Dann würde ich mal sagen, soll es das damit gewesen sein. Dann sieht man sich halt später wieder zu irgendwas, was auch immer dann kommt. Bis dann.